Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Monster Hunter World. In der letzten Folge haben wir den Tobi Kadachi gejagt und jetzt haben wir hier wahrscheinlich die Möglichkeit, dass wir ein paar Dinge anpflanzen können. Dafür müssen wir auf die botanische Forschung hier zurückgreifen und ich glaube, das machen wir jetzt gerade auch. Das ist also der uralte Baum. Sind da Fässer drin? Wird ständig größer hier. Freue mich, dich hier zu sehen. Du hast unseren uralten Baum schon gesehen, oder? Gerade noch dachte ich, es sei ein kleiner Sprössling und plötzlich ist er zu diesem gigantischen Baum gewachsen. Und jetzt sind wir bereit für ein bisschen Forschung. Du willst doch bestimmt noch mehr Objekte in die Finger bekommen, nicht? Dieser uralte Baum kann uns helfen, mehr Objekte für dich anzubauen. Was brauchtest du nochmal? Du kannst deine Pflanzenpilze und Insekten in der botanischen Forschungszentrale abgeben, um sie dort reproduzieren zu lassen. Besuche das Zentrum und wähle ein Objekt, das du reproduzieren lassen willst. Wie lange das dauert, hängt vom jeweiligen Objekt ab. Das Objekt wird aber automatisch so lange reproduziert, bis du die Ergebnisse abholst. Mit jeder abgeschlossenen Quest verringert sich die benötigte Zeit um eine Einheit. Objekte werden nicht reproduziert, wenn deine Erntetruhe voll ist. Schau dir die Körbe am Teich an, um den Erntestatus zu prüfen. Dünger. Du kannst Forschungsobjekte einsetzen, um die Menge an produzierten Objekten zu erhöhen. Einrichtungsstufe und Erntetruhe Erweiterung. Mit steigender Einrichtungsstufe kannst du immer mehr Arten von Objekten zugleich anbauen. Erweiterst du deine Erntetruhe, kannst du mehr Objekte produzieren lassen, bevor du sie abholen musst. Für das Freischalten von Dünger, die Erhöhung der Einrichtungsstufe und die Erweiterung der Erntetruhe gelten jeweils eigene Voraussetzungen. So, wir wollen was anbauen. Und zwar will ich mal Blaupilze anbauen. So, benötigste Zeit, keine Ahnung. Blaupilze, Erntemenge 2. Gut, das machen wir jetzt erstmal so. So, und jetzt düngen wir da noch was. Zum Beispiel, jetzt kann ich hier meine Punkte in Dünger investieren. Zum Beispiel Pilzsubstrat. Guter Dünger, der den Anbau von Pilzen vereinfacht und über die Zeit von 3 Quests wirkt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, aktuell können wir nur eine Sache anbauen. Das reicht mir aber erstmal. Denn ich, ja, will das nur ausprobieren und wahrscheinlich im Laufe des Spiels bekommen wir da noch mehr Slots. Das kennen wir ja auch zum Beispiel noch aus Monster Hunter Generations. So, die dringende Quest ist hundertprozentig der Anjanat. Den möchte ich aber gerade noch nicht machen, denn ich denke, es wird mir langsam Zeit für eine neue Rüstung. So, wenn das mal nicht mein Freund von der fünften ist, komm nur näher. Genau. Warum ich das sage? Naja, ich laufe jetzt schon seit einigen großen Monstern mit derselben Ausrüstung rum. Ich sollte sie mal verbessern. So, so einfach ist das. Und ich weiß immer noch nicht, womit teilweise. Ich guck gerade mal, was man hier vielleicht noch so an Dingen machen kann. Also Juratodus könnte ich zum Beispiel nochmal erledigen mit einem Aquabeutel und vor allem mit noch einer Schuppe könnte ich hier eine Waffe draus machen. Dann habe ich jetzt hier auch, ich könnte auch die Tobi Kadachi Waffe mit Element Donner machen. Macht zwar nicht mehr Schaden, hat aber ein bisschen mehr Grün, wie ich finde. Wartet mal, ich bin ja gerade hier im Groß, das Ding habe ich, ja, hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Grün. Aber nur ganz wenig. Und macht den gleichen Schaden. Hat aber hier eben noch, haben wir noch Element Donner mit drauf. Das ist nicht schlecht. Ja, gut. Das können wir uns mal so merken. Ansonsten, Ausrüstung schmieden, Rüstungen. Genau, haben wir jetzt natürlich auch noch das Set vom Kadachi. Natürlich Donnerwiderstand. Nicht so gut gegen Wasser und sieht auch nicht so fesch aus, finde ich. Ich überlege jetzt nur gerade tatsächlich, was wir hier als nächstes machen. Verteidigung 14, ne? Wir haben gerade auf dem Yagra-Set zum Beispiel nur Verteidigung 8. Also ihr seht jetzt mit dem Puke-Set wären wir ein bisschen besser. Es sieht sogar ziemlich nice aus, das Puke-Set. Ansonsten ja natürlich hier, oh, das Kadachi-Set hat natürlich nochmal die höchste Verteidigung.
dafür nicht so gut. Also ist sehr anfällig für Wasserdamage. Gut, also da sollte ich auf alle Fälle demnächst mal auf ein neues Set setzen, aber das Puke-Set wäre das, was mich gerade so am meisten interessiert. Gut, jetzt überlege ich nur, wie gesagt, was machen wir da? Kadachi wäre natürlich das Stärkste, aber nicht so gut mit Wasser. Was haben wir nochmal für Boni hier? Obwohl, hier sind wir eigentlich noch viel schlechter dran. Wollen wir nochmal den Kadachi jagen gehen? Oh, hier brauchen wir noch einmal warmer Pelz. Ah, den bekomme ich aber nicht vom Kadachi. Wo kriege ich denn den jetzt her? Den warmen Pelz. Ah, das weiß ich. Von diesen Startmonstern da. Ja, ich denke, mit einmal erlegen könnten wir den wahrscheinlich schon das Set, könnten wir das Set schon herstellen. Ja. Gut. Ich würde sagen, dann lass uns den nochmal jagen gehen, oder? Was machen wir jetzt dann eigentlich wegen unserer Waffe? Da komme ich gerade noch nicht an die nötigen Bäume ran, ne? Wie schlägt sich deine Ausrüstung? So, genau. Und zwar, ich kann natürlich hier auch meine Proto-Kommissions-Axt weiter ausbauen. Ja, aber auch nicht so viel besser, ne? Die Murenklinge. Oh, mit Wasserdamage. Ja, das ist vom Gyratodos. Und mit noch mehr Gyratodos-Teilen dann auch noch weiter ausgebaut. Gut. Also Gyratodos und der Kadachi. Tadachi. Tobi. Nee, doch Kadachi. Der olle Tobi. Ja, wobei wahrscheinlich dann auch die Anja-Naht-Geschichte auch nicht schlecht wird, aber ich weiß nicht. Macht es dann Sinn? Dann müsste ich halt auch zehnmal den Anja-Naht jagen. Ich mag aber den Kadachi, um ehrlich zu sein. Deswegen lasst mich mal bitte den da mal jagen gehen. Der war ja auch nicht so schwer, um ehrlich zu sein. So. Habe ich den als optionale Quest vielleicht? Jupp, da. Gut, Quest in Vorbereitung. Ich überlege jetzt gerade. Nö, das passt schon so. Das passt schon so. Ich glaube nur, ich kriege die beide jetzt nicht zwingend in einer Runde, aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall will ich da meine Ausrüstung nochmal aufbessern, bevor wir gegen den Anjanat gehen. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt hier halt gerade echt noch in der Basisausrüstung. Weil gut, ich könnte mir jetzt hier die Rüstkugeln draufhauen. Aber die würden mir auf dem Kadachi-Set auch schon wieder viel mehr bringen. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn ich die jetzt da drauf haue, haue ich die auf die erste große Monsterrüstung, die es im Spiel gibt. Mit 8 Verteidigung. Und die hat jetzt schon das Doppelte. Also 8 Verteidigung auf dem einen Teil halt. Also die ist dann auf alle Fälle besser, die vom Kadachi. Ich bin kein Profi, was die Rüstungen angeht, aber was ich halt weiß, ist, dass man die erste Rüstung einfach nicht buffen sollte. Mit dem Objektbalken kannst du auf Spezialwerkzeuge zugreifen. So, also man kann es natürlich schon machen, es ist jetzt kein, es ist, oh geil. Gut, kein Widerstand, aber dafür Gesundheit, Ausdauer, Angriff hoch. Genau das Richtige für diese Quest. Was ich damit sagen will, ist einfach, lieber erstmal ein paar Rüstungen bauen, Rüstkugeln sammeln und dann erst damit beginnen, sie auszugeben. Also die Rüstkugeln. Außer natürlich, ihr kennt das Spiel halt schon mega gut und wisst deswegen natürlich sofort, auf welche Rüstungen ihr wann gehen wollt und wie lange ihr eine Rüstung ausreizen könnt. So. Oh Gott, da ist der Anjanat. Ich muss eh in die Richtung hier.
Ah, mein Kraut ist immer noch auf Max. Oh, ich hoffe, mein Objektbeutel ist nicht voll. Der ist fast voll. Oh, gut, dass ich das nochmal mitbekommen habe. Deswegen ganz, ganz schnell zurück zum Lager. Zap, zarap. Weil sonst kann ich ja gar nicht den geilen Loot mitnehmen. So, erstmal den Loot mitnehmen. Das vergesse ich irgendwie in diesem Spiel immer, den Loot auch hier mitzunehmen. Übrigens schön, dass ihr geschrieben habt, dass das Rauschen meiner PS4 nicht so schlimm zu hören ist. Das ist wirklich gut. Nee, das... Die Nullbeere ist, glaube ich, ganz praktisch. Megatränke behalten wir auch. Trank behalte ich auch. So. Weg mit allem hier. So, den Honig behalte ich mal noch, falls ich noch ein paar Megatränke machen muss. Aber ansonsten sollte ich ja mit meiner Heilleistung hier auf jeden Fall zurechtkommen. So. Wenn mich nicht alles täuscht, waren wir doch hier richtig, oder? Ah, da vorne ist er. Schaut mal. So, Doppelschlag wäre eigentlich nicht schlecht. Wo läuft der jetzt eigentlich gleich schon wieder hin? Nur weil der gleich gerade so eine Packung von mir bekommen hat. Och, Manu. Jetzt kickt er mich hier aber echt hin und her. Ich bin doch kein Spielzeug. Ich bin ein böser, mieser Jäger. Alter, jetzt hat er gehört, dass ich böse und mies bin. Das Schlimme ist, hier kann jetzt auch natürlich jederzeit der Anjana vorbeikommen. Ich glaube, ich sollte mal was an meiner Strategie ändern. Ich bin noch ausgewichen. Boah, sehr schön. Nicht so schön. Oh, schön auf den Kopf. Jetzt hat er sich halt schön Elementarschaden drauf geboostet. Ich sollte ganz dringend mal die Heilung reinhauen. Oder Boy schickt was rüber. Nee, Boy ist gerade selbst ein bisschen beschäftigt. Ach, sorry, Boy, ich dachte, du wolltest gerade was machen. Boy! Ich glaube, Boy, du bist zwar echt ein guter Heiler. Solltest du kein Monster angreifen. Es ist schlauer, dich zuerst zu heilen.
So, vor allem ist es schlau zu schleifen. Ich meine, wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Energieklinge herstellen kann, kann ich ja zum Beispiel auch ein Langschwert machen oder so. Ist ja auch eine Waffe, mit der ich gerne kämpfe. Also, um einfach auch mal die Waffe zu wechseln. Jetzt haben wir ja auch sehr viele Folgen mit derselben Waffe gemacht. Ich meine, man kann jetzt hier nicht alle zwei Folgen die Waffe wechseln, zumindest nicht am Anfang. Man muss ja erstmal eine Waffe aufbauen, die überhaupt in der Lage ist, mit der man dann diese größeren Monster hier überhaupt angehen kann. Wo ist er denn? Ach, da vorne ist er. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. RIP! Ich glaube, hier könnten wir zum Beispiel auch das Monster vergiften. Oder es vergiftet einfach uns. Ich glaube, ich habe auch kein Gegengift dabei. Doch, habe ich. Ich glaube, es ist selbst vergiftet, oder? Auf jeden Fall mal ein paar mehr Fiolen. Und so, Fiolen wieder aufgeladen. Mist, ich dachte, ich treffe damit. Ach nein. Ja, ich weiß, aus diesen Dingern kommt halt Gift raus. So, wir holen uns da jetzt auch gleich die Heilung. So, dankeschön. Irgendwie habe ich das... Ah, der Angranat. So sehr ich dich mag, ich hasse den Angranat. Zumindest ist er jetzt gerade noch auf dem Level. So, ich glaube, unser Monster verpieselt sich. Das heißt, wir sollten uns mal ganz dringend mit verpieseln. So, ich kann ja wieder versuchen, das, was ich gelernt habe, mit einfließen zu lassen. Na gut, das war jetzt eher so eine Trockenübung. Nein! Oh doch, hat noch gereicht. Nein, der Groß-Jagras. Also ich würde sagen, heute holst du mir aber echt hier die anderen Monster alle. Der hat doch noch gerade gegessen, der Groß-Jagras. Ah, der greift den Groß-Jagras an. Okay, der ist aber auch schon ziemlich hinüber. Ah, nee, das ist der Angranat, den wir hier... Angranat, den wir hier gerade noch sammeln. Ich glaube, er geht jetzt...
Hoho. So. Warte mal, eigentlich kann ich ihn doch bestimmt auch so mounten, oder? Genau, geh mal da runter. Nee, schade. Nein, ach. Na gut. Ich würde sagen, wir schleifen nochmal und dann haben wir ihn auch gleich. Diesmal bin ich ja auch nicht ohnmächtig geworden. Aber es wird ein paar weniger Items geben, da ich halt nicht das Ticket eingelöst habe. Oh nee, ich muss hier gar nicht lang. Wow, bam. So, ich muss da unten lang. Gott, sich diese Kombos zu merken, ist gar nicht mal so leicht. Wisst ihr was? Kann ich nicht jetzt einfach, ganz kurz mal, kann ich nicht jetzt versuchen? Und zwar, wie ging diese Kombo nochmal? Jägernotizen? Warte mal. So, Waffensteuerung. Nützliche Kombos. Schwert-Kombo. Genau. Aufladen. Schwert und R2. Genau. Genau. Jetzt haben wir nämlich den Buff mit drauf. Jetzt muss ich nur meine Elementladung wieder draufhauen. Das heißt, ich brauche auf alle Fälle ganz kurz mal einen Gegner. Na gut, ich lasse ihn jetzt halt übelst da oben regenerieren, oder? Ach, ist das, dann machen wir das halt ohne. Nee, komm, ich lasse ihn jetzt gerade um echt zu lange regenerieren. Oh, jetzt macht er wieder seine... Mist. Aber merkt euch mal, wir können den Buff auch trocken draufhauen. So. Na komm, runter. Na gut. So war das jetzt nicht gemeint. Boah, krass, oder? Mit dem Buff macht das schon extrem viel Spaß. Natürlich ist er verbraucht er immer gleich alle Aufladungen. Ist jetzt hier so eine Schuppe oder was? Ist das jetzt hier? Nee. Die Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung. Ist ja ganz, sehr ganz nett. Boy, hol mich raus. Oh Gott. Oh, scheiße. Nein, ich wollte gerade... Nein. Ach, ich dachte, diese Runde mal nicht hier. Ach, und mein Buff läuft jetzt auch aus. Aber wir haben einmal diese Buff-Kombo mal richtig durchgezogen. Das fand ich schon sehr nice. Komm, jetzt hauen wir das Ding um. Jetzt hauen wir ihn um. Und drüber geschwungen. So. Ja, der Buff, der blinkt schon. Das heißt, er ist gleich weg. Okay, aber ich weiß, wie man ihn jetzt drauf... Also ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr nochmal drauf. Und das müsste... Nee, das ist... Die sehen halt echt... Diese Kestodons sehen halt echt aus wie so ein Anjanat. Na, immerhin ein bisschen Honig noch. Bringt mich ja auch in der Forschung weiter. Und hoch. Ah, voll blöd, dass ich jetzt hier nochmal gestorben bin. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Vor allem, glaube ich, hatte Boy schon die Ladung parat. Okay, da haben wir ihn.
So, ins Hauptquartier zurück. Wünscht mir ein bisschen Lootglück. Immerhin Schuppen haben wir jetzt ordentlich bekommen. Ein Blumenbeet. Leuchtblüte. Was auch immer wir mit Leuchtblüte anfangen können. So, kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Nee, das konnte man ja früher auch nicht. Na gut. Oh, genau. Boy, du bist super. Hier, komm. Gib's eine lecker Wurst. Ja, ich habe ein bisschen länger diesmal gebraucht. Ich gebe es zu. Und ich glaube, ich habe auch noch nicht alles zusammen, was ich brauche für die Rüstung. Ich glaube, da habe ich bei weitem noch nicht alles zusammen. Aber ich glaube, dann gehen wir ihn in der nächsten Folge nochmal handeln. Heute wird es mir das ein bisschen zu spät dann. Aber ich glaube nicht, dass wir die Rüstung komplett herstellen können. Schade. Aber ich will sie komplett haben. Eine unkomplette Rüstung bringt mir halt nichts. Verfolgung mit Spähkäfern. Ich dachte mal, man kann die so aktivieren. Na ja, gut. So. Jäger der Fünften, kommt zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Ja, der Anjanat. Dem nehme ich mich ja auch an, sobald ich soweit bin. Aktuell bin ich es ja noch nicht. Ich will noch eine bessere Waffe, eine bessere Rüstung und dann können wir über den Anjanat reden. So, Ausrüstung schmieden, Rüstung... Ach Gott, ich brauche noch einmal den Pelz. Ja, ich brauche vor allem super viele Pelze. Und Flugdrachenlederhaut brauche ich auch noch richtig. Das habe ich mir ein bisschen zu einfach vorgestellt. Reicht es vielleicht dann für eine Waffe aus wenigstens? Warte mal. Dass ich vielleicht wenigstens auf eine Waffe gehen kann. Nie auch dafür brauche ich noch einen Pelz. Gut, dann hat mir jetzt die ganze Sache hier heute leider dann doch recht weniger gebracht, als ich eigentlich gedacht habe, was ein bisschen schade ist. Was machen wir jetzt, Leute? Ihn auf alle Fälle nochmal handeln gehen, ich glaube. Und das Flugdrachenzeug, ich glaube, da weiß ich, wo ich das herkriege. Und den warmen Pelz genauso. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Und ja, es geht dann wieder gegen den Tobi und dann auch gegen andere Sachen. Aber das muss jetzt einfach mal sein. In diesem Sinne würde ich sagen, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB, euer Hyuga.